Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin jetzt hier erstmal alleine, weil Philipp noch auf Arbeit ist, aber ich dachte, ich starte den Vlog schon mal, weil ich jetzt bestimmt am Tag noch so ein, zwei Szenen drehen werde, wo Philipp noch nicht da ist. Auf jeden Fall ist es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt den Vlog doch drehen können. Und zwar ging es mir gestern und vorgestern wirklich nicht gut. Ich dachte, ich habe eine Grippe oder sowas. Und Also ich hatte überlegt, ob ich gestern vlogge, wo es mir richtig, richtig schlecht ging und alles total anstrengend war. Einfach, ja, weil man natürlich auch solche Momente im Leben mal festhalten kann. Und wieso sollte man das auch nicht teilen oder so. Aber dann dachte ich, wir schauen mal, ob es mir besser geht. Wir wollen morgen eigentlich nach Bielefeld fahren. Und da wollten wir auf jeden Fall vloggen und ich dachte, ich kann eigentlich heute auch mal anfangen. Dann wird es wieder vielleicht so mehrtägig und da habe ich zurzeit echt Lust drauf, generell so aufs Vloggen. Ja, und auf jeden Fall fahren wir morgen planmäßig nach Bielefeld und heute gibt es aber bestimmt auch schon ein bisschen was zu sehen. So, wie ihr seht, bin ich jetzt nochmal draußen. Diesmal mit dem großen Kinderwagen. Ich drehe jetzt mal eben die Kamera. So, ich war gerade in DM. Da war es so warm, ich bin fast verreckt mit meiner Jacke. Es gab ein paar Kleinigkeiten zu besorgen. Und ich bin auch einfach hier jetzt hergelaufen. Also wir können natürlich auch mit dem Auto fahren. Das ist jetzt, ginge natürlich auch, aber ich bin halt hierher gelaufen, damit der Spaziergang auch ein bisschen einen Sinn hatte, irgendwas zu besorgen. Wir können ja eigentlich alles zu Fuß erreichen, das ist super. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause und ich wollte euch mal zeigen, was ich eingekauft habe. Also der Hauptgrund war dieses Seifenspende-Nachfüllding. Das ist eigentlich, also wirklich der Grund, warum ich ins DM gegangen bin. Und dann habe ich, okay, das hier rechts, auch noch. Das ist so ein Zeug, was man sich in die Haare schmiert. Und das soll dann praktisch verhindern, dass die Haare so fusselig trocknen, sage ich mal. Also das ist dann, dass man nicht föhnt. Das will ich mal ausprobieren. Und in der Mitte hier habe ich noch ein Shampoo gefunden. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ist auch was dazu sagen. Kann ich machen. Ja, wir... Was wird denn das überhaupt für ein Video? Einfach ein Vlog, okay. Wir sind gerade auf dem Weg zur Post. Ganz spannend. Ja, wie beim letzten Mal auch. Echt? Ja. Cool. Auf jeden Fall Paket abholen, mal wieder. Ja, aber eigentlich wollen wir heute nach Bielefeld. Oh, mal wieder. Mal wieder. Aber da gab es noch kein Video. Eben. Und zwar nochmal nach Möbeln gucken. Genau. Weil wir jetzt nochmal ausgemessen haben. Und ja, beim letzten Mal nicht so richtig fündig geworden sind, aber auch nicht so viel Zeit hatten. Aber heute haben wir ein bisschen mehr Zeit. Ja, wir haben beim letzten Mal einfach nach einem anderen Art von Möbel sozusagen geguckt. Also nach einer Garderobe schon, aber nach so einer Kompaktgarderobe. Und jetzt haben wir gesehen, dass es sowas nicht gibt, unseren Ansprüchen und den Maßen und allem entsprechend. Deswegen gucken wir jetzt nach so einer mehrteiligen Garderobe, hoffen, dass wir da was finden, was dann auch bei uns halt hinpasst. Und ja, dann wollen wir noch nach so einem Stehtisch gucken, also nicht zum Stehen, sondern für so Barhocker. So, jetzt gibt es ein kleines Unboxing. Was? Wenn du die Kekse hingelegt hast. Die Kekse habe ich dir nirgendwo hingelegt, ich habe die Kekse. Hier unten. Alle? Ja, ich fütter dich gleich, okay? Okay. Von dem, was wir abgeholt haben, das ist das Gerät und es ist zum Glück nicht so fett. Auf jeden Fall für M2 MicroSD. Das kann ich nicht erkennen. Kompaktflash, SD und dreimal USB. Und zwar USB 3. Seht ihr hier das Blaues und hier an dem Ding. So, das ist, glaube ich, ein etwas chaotisches Unboxing. Einhändig und im Auto und keine Ahnung. So, hier haben wir einmal das Gerät. Ja, das ist wirklich so klein, wie ich es mir vorgestellt habe, aber richtig cool. Es hat hier unten so Füße, dass es nirgendwo kratzt. Oh ja, das gefällt mir. Ich hoffe, dass es auch was qualitativ hochwertig ist. Und hier seht ihr das Kabel. So, wir sind hier gerade im Einrichtungshaus. Der Blick von hier oben ist so geil. Und hier unten ist voll Weihnachtsland. Ja, und wir suchen uns jetzt mal
Eine Garderobe. Ja. Und ein Bartisch. Ja. Also, wir haben eine Garderobe, denken wir zumindest. Aber mit Kompromiss. Also, die hat jetzt keinen Spiegel, aber da holen wir uns vielleicht noch einen anderen, der dann an eine andere Stelle bei uns im Flur passt. Dann hat sie keinen Schrank, also nicht so einen richtigen, nur so einen Schuhschrank. Und wir wollten ja eigentlich eine Garderobe mit Schrank, damit der Staubsauger reinpasst. Jetzt haben wir gesagt, kaufen wir uns einen neuen Staubsauger, also einen kleinen. Wir können den Staubsauger auch irgendwo anders unterbringen, weil bis jetzt ist er auch wo untergebracht. Nee, der steht einfach nur in der Wohnung, lose. Einfach ja, so da. Und das finde ich hässlich. Ja, stimmt. Naja, mal gucken. Hallo. Wir sind jetzt im Auto. Der kleine Zwerg kriegt gleich was zu essen. Ich hoffentlich auch. Ja, ich habe die Kekse versteckt. Ja, und wir gehen dann nachher nochmal rein, wenn wir uns jetzt für eine Garderobe entschieden. Na, für die Garderobe. Ja, also für die eine, die wir uns da jetzt schon überlegt haben. So, wir haben uns entschieden für eine Garderobe, also eine Sitzbank und ein Paneel. So eine Rückwand mit Haken und einer Kleiderstange. Genau. Wir suchen bloß gerade die Waren aus. Hier links, oder? Ja. Wir fahren jetzt zur Warenausgabe. Und laden das dann ein. Nee, von diesem Ding. Ja, aber da vorne ist die Warenausgabe. Hier, wo die rote Säule ist. Siehst du die rote Säule ja. Da? Und da steht Warenausgabe. Was ist das? Soll hier umfahren, steht da. Ach, guck mal, da sind die Transporter von denen. Ja, ich filme gerade so nach vorne. Naja, auf jeden Fall war heute 30% auf alles statt 19%, wie es bisher irgendwie war. Also zumindest, wo wir das letzte Mal da waren, war es auch schon so. Muss ich hier? Ich sehe hier nicht durch. Ach, ich glaube, in die Warenausgabe läufst du rein, fährst nicht rein. Ach so, aber dann parken wir so nah wie möglich ja, einfach. Ja, hier vorne ist auf jeden Fall die Warenausgabe. Und also, du kannst du hier neben dem Mercedes oder so parken. Da gibt es auch eine Ladezone, siehst du? Die zwei Dinger werden jetzt nicht irgendwie schwer sein. Das Glas. Ach Quark. Na, auf jeden Fall. Holen wir jetzt mal unsere Möbel ab. Ich glaube, ich habe scheiße geparkt, aber hier ist genug frei. Egal. So, ich kann nicht gut lenken, aber wir haben auf jeden Fall die Möbel. Und es ist echt Glas irgendwie mit dran, deswegen ist es zerbrechlich und scheiße schwer. Zumindest schiebt sich wie wenn es schwer ist. Ja, und wir haben es. Das Kleine würde ich hinten versuchen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir sind im Einkaufszentrum. Mit Muschmal. Ja, mit Muschmal. Türe öffnet. Wo? Wo? Da, WC rechts. Da. So, wir sind mittlerweile auf dem Rückweg. Ihr seht, es ist dunkel. Wir waren noch. Also, wo waren wir? Im Primark. Im Saturn. Haben wir uns noch so ein Pizzading irgendwas geholt und einen Kaffee und vom Möbelhaus, also wir wollten eigentlich auf so einen Parkplatz, wo wir letzte Woche schon mal waren, aber heute war so eine riesen Demo und die ganze Stadt war gesperrt und da haben wir dann irgendwo geparkt, woanders halt und dann als wir in die Stadt gegangen sind, war die Demo aber schon wieder vorbei, man durfte bloß halt noch nicht reinfahren in die Stadt. Ja, also da war eigentlich nichts los. Also nichts es los. Es waren 1000 Leute da. Ja, es waren ganz viele Leute, aber es waren keine Demonstranten, die noch demonstriert haben. Ja, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Morgen. Ihr seht hier ein Möbelstück. Es ist noch nicht ganz an seinem Platz. Huch. Ja, aber das ist die Schuhschrankbank zu unserer Garderobe, die wir gestern gekauft haben. Die hat Philipp gestern Abend noch aufgebaut. Fehlen eigentlich noch die Böden innen drin, aber die wollten wir in die Größe unserer Schuhe anpassen. Und hier, guck mal, ob ich hier vorbei passe. Hier ist der Rest, also das... Guten Morgen. Habe ich Guten Morgen gesagt? Ich weiß nicht.
Hier oben ist die Hutablage und dann ist das sowas, wo man so Kleiderbügel oder irgendwas ranhängen kann. Und dann seht ihr natürlich noch solche kleinen, wie nennt man das, Haken für die Klamotten. Genau, das wird nachher noch aufgehängt und dann ist unsere Garderobe... Ja, wann willst du es aufhängen? So, wir haben gestern natürlich noch was eingekauft, das zeige ich euch jetzt mal. Hier ist das Licht auch gerade echt schön. Ich hoffe, mein kleiner Zuschauer hat damit kein Problem. Ja, auf jeden Fall habe ich mir einen Adapter gekauft für einen Laptop, damit ich so ein LAN-Kabel da anschließen kann. Sehr unspektakulär. Und dann waren wir noch bei Primark. Also als erstes haben wir hier eine Wärmflasche. Ich weiß nicht, das sieht jetzt hier von der Farbe her total komisch aus. Die ist lila, dunkellila, total schön eigentlich. Ich weiß nicht, warum das jetzt so blöd aussieht. Alle anderen Farben wären so halt normal abgebildet, aber das nicht. Vielleicht sieht es aber auch im Video echt oder echter aus und mein Display hier ist nur nicht so schön. Ja, dann haben wir noch zwei Bilderrahmen, aber die haben jetzt gerade kein Glas. Also nein, der eine hier hat kein Glas, weil Philipp das geputzt hat. Also hier ist vorne das Glas drin. Das kann ich euch zeigen, weil den anderen habe ich nämlich auch hier. Und die sind einfach an sich irgendwie ziemlich cool und dekorativ. Also so müsst ihr euch vorstellen. Hier vorne ist das Glas. Und dann stehen die halt so da. Und die stellen wir bei uns im, wie heißt das? Wohnzimmer. Aufs Regal, weil da hat uns noch irgendwas Dekoratives gefehlt. Und die Bilder, die wir da reintun sollen, eigentlich farblich in den Farbstil oder in das Farbschema von unserem Wohnzimmer passen. So, dann haben wir hier noch ein Glas-Kork-Kaffee-Becher. Also der Kork ist natürlich nur so zum Anfassen, damit man sich eben nicht die Finger verbrennt. Der sieht eigentlich ganz schön aus. Ich will den jetzt aber nicht auspacken, weil den wollen wir verschenken. Also den haben wir zum Verschenken gekauft. Und ja, das ist halt sowas, wie sagt man, Nachhaltiges, was weiß ich, hier so für Ökos, ne? Und dann, ich weiß nicht, ob beim letzten Mal, wo wir bei Primark waren, haben wir keinen Haul gedreht, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich mir da diesen Pinsel schon mal geholt. Und den habe ich dann gestern ausprobiert, bevor wir los sind. Und der funktioniert so gut. Ich war so zufrieden, dass ich gesagt habe, ich brauche noch einen davon. Jetzt habe ich mir denselben nochmal gekauft. Aber er möchte nicht aus der Packung kommen. Deswegen seht ihr ihn jetzt nur so. Der ist unglaublich weich, richtig schön flauschig. Und der funktioniert auf jeden Fall echt super. Genau, das waren eigentlich so die Sachen. Also wir haben natürlich noch die Möbel gekauft und was zu essen und keine Ahnung. Ne? Wir haben gestern auch so Farbe gekauft. Das sieht jetzt so aus, was wir gefärbt haben. Hier habe ich zwei Spuckwindeln, drei Handtücher und das sieht echt cool aus. Ja. Und das haben wir halt gestern noch geholt und gestern Abend noch gefärbt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen absolut miserabel. Ihr habt's gehört. Toll. Auf jeden Fall haben wir heute noch ganz wenig, noch nicht, also wie sagt man, wir haben heute noch nicht viel gefilmt. Ja, ich habe vorhin so euch gezeigt, was wir eingekauft haben, aber sonst. Ja, eigentlich wollten wir und die Möbel. Reifen wechseln. Ja. Aber fürs Reifen wechseln wollten ja, da ich kam der Schnuller geflogen. Wollten wir eigentlich das Auto waschen. Aber fürs Auto waschen. Hätte nicht Sonntag sein dürfen. Ja, aber heute Sonntag ist. Ja, konnten wir kein Auto waschen. Nee, wir wollten das Auto bzw. die Felgenreifen, ja, was weiß ich, waschen. Na und generell, bevor man die wegräumt, macht man die natürlich mega sauber. Brennstoff dran. Die sind noch schwärzer und noch matter als beim Kauf. Auf jeden Fall sind wir gerade dabei für die Geburtsanzeige oder wie man das sagt, das, was man an die Verwandten schickt, die Briefumschläge zu bedrucken mit unserem Absender. Danach bedrucken wir vorne drauf die Adresse von. Nicht bedrucken, drucken. Wir fahren drauf die Adresse von den Leuten. Und dann designen wir weiter erstmal noch die Karte. Den Text an sich, also das haben wir schon fertig. Aber eben, sag ich mal, das Bild vorne drauf noch nicht. Das wird dann nachher noch designt. Und dann wird es irgendwann alles ausgedruckt und weggeschickt. Und ja, unser Kleiner ist schon über 3 Monate alt und das macht man eigentlich eher. Aber ihr wisst ja auch, dass wir umgezogen sind. So, ich schneide gerade das Video. Auf mir schläft jemand. Und ich stelle so fest, ja, wir haben ja gar kein Ende gedreht.
Deswegen mache ich das jetzt noch. Wir hoffen natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ihr könnt auch gerne unser letztes Video anschauen. Ich weiß allerdings nicht, was das, also das letzte Video ist. Deswegen verlinken wir das unten einfach und dann könnt ihr da selber gucken. Und ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.